unser neues Maskottchen. Ja, hallo erstmal. Also ich habe heute neu geschnitten. Aber ein kurzer Vlog von der Taube. Ein Taubenvlog, auch nicht schlecht. Ja, sie sitzt jetzt hier. Läuft halt schon. Ist heute schon frei hier durch die Wohnung gelaufen. Fliegen kann sie nicht. Kann sie noch nicht. Der Nabu, das war natürlich auch unsere erste Wahl. Also genau, was sie gesagt haben, weiß ich nicht. Sie auf alle Fälle, Kurzform ist, mit Tauben will keiner was zu tun haben. Da gibt es ganz wenige. Und die eine Frau, die Marlies dann angerufen hat, die war, die meinte, nachdem Marlies nachgefragt hatte, meinte sie, offensichtlich stellen wir ihre Kompetenz in Frage und dann möchte sie uns nicht aufnehmen. Also die war extrem unhöflich. Und ja, das hat Marlies auch ganz, weil sie ja nicht wusste, sie hat überhaupt nichts Falsches gesagt. Das war auch alles gestern noch, wo alles so schief lief. Deswegen war ich auch so ein bisschen mies drauf, weil Marlies mies drauf war auch noch. Also wie gesagt, da kam eins zum anderen gestern. Heute hat sie mir zum ersten Mal aus der Schüssel, also hat sie sich füttern lassen. Hier. So ein bisschen, minimalst. Ich weiß nicht, was sie so nimmt. Ob sie was nimmt, wenn wir nicht dabei sind. Das weiß ich nicht. Ich stampfe ihr jetzt hier ein paar Körner zurecht. Gerade mit ein bisschen Wasser. Na, durch die Stärke kommt natürlich jetzt hier. Das sieht aus wie Milch. Das trinkt sie gerne. Gestampfte Körner. Lauwarmes Wasser. Mache ich jetzt hier eine kleine Portion, weil sie hat wahrscheinlich unendlich Durst, weil mit Wasser hat sie bisher noch nicht genommen. Ich habe noch nicht gesehen, dass sie was getrunken hat. Und das ist natürlich, also normalerweise, sie hat bestimmt schon was getrunken, weil ansonsten sind die doch schnell dehydriert. Aber das hat sie jetzt ganz viel getrunken. Gerade bei mir auf dem Arm. Da ging der Schnabel auf gerade. Fein. Die ist halt noch Küken. Ja. Die Taube, die guckt halt noch nach oben. Wo ist Mutti? Aber Mutti, sie ist abgehauen von Mutti. Und auf der Straße unten kann man sie halt nicht liegen lassen. Wir haben sie jetzt an der Backe, wir hätten sie gerne abgeben, aber irgendwie gibt es keinen, der sich dafür zuständig fühlt. Was sehr schade ist, muss ich mal jetzt ehrlich sagen. Ja, wenn sich keiner zuständig fühlt, dann mache ich nicht das.
Tja, wird noch ein paar Tage dauern, bis du fliegen kannst, ne? Der Wild wird schon los, ja? Flügel. Flügel 1 und Flügel 2. Komm. Tja, gut. Dann setze ich sie mal wieder zurück. Achso, vorher wollte ich noch eigentlich Zeug holen. Jetzt nochmal probieren. Ich bin müde, jetzt immer schlafen. Sieh hoch. Tauben müssen auch schlafen nachts. Ist auch nicht die Zeit jetzt eigentlich mehr, um zu fressen für die. Müssen ja früh morgens machen, tagsüber und so. Aber tagsüber hat keiner Zeit gehabt. Schauen wir mal. Jetzt würde ich mal sagen, mache ich noch mal kurz dein Bett fertig, sozusagen. Die Kiste werde ich mal ein bisschen aufräumen. Und dann geht's ab. Hoch. Man kann hier den Kopf verdrehen und in alle Richtungen. Neid. Tja, ich würde mal sagen, das war der Taubenblock. Dann sehen wir uns morgen in der Werkstatt wieder. Bis morgen. Macht ihr gut, ciao.